Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13 2. Was bisher geschah? Final Fantasy 13 2. The story so far, Cabal. Is that you? I won't let you go! It's too late. Genau, in der letzten Folge sind wir hier in Academia angekommen und ich wollte, habe ich mit euch gesprochen in der letzten Folge, ich nehme diese Folge hier nämlich nicht im Anschluss auf, leider. Ich weiß, dass es mir das letzte Woche sehr schwer gefallen ist, meinen Controller auf die Seite zu legen und aufhören zu müssen, aber ich hatte schon so viele Folgen vorproduziert. Ich wollte... Doch, ich glaube, ich habe mit euch gesprochen. Moment, bleibt doch mal stehen. Ist das Chocobo-Rennen, wo du erzählt hattest? Genau, alles klar, okay, wow. Ich kann mich an was erinnern, ich bin richtig gut. So, gut, ich wollte mich jetzt hier umschauen. Ich habe jetzt hier mit allen gesprochen. Ich werde hier jetzt nicht nochmal mit allen sprechen. Ich bleibe jetzt auch mal vorerst von dem Quizautomaten weg. Ich muss ja sagen, dass da der Reiz echt verdammt groß gewesen ist. Ich wollte da unbedingt weitermachen. Mich hat das so geärgert mit diesen Fragen. Wie war das? Mal sehen, ob du Glück hast, rechts oder links oder so irgendwie war da was. Also da habe ich mich echt ein bisschen geärgert. Da ist doch jemand entlang gelaufen. Ich habe doch da gerade eben jemanden laufen sehen. Bin ich blöd? Oder war das Noel? Wo läuft der denn eigentlich rum? Der ist noch oben auf der anderen Seite, der war es nicht. Ja, genau. Ich stelle mich auf die entgegengesetzte Rechnung. Genau, auf die gegengesetzte Richtung. Ach, das ist so toll. Man merkt schon, dass es die erste Aufnahme ist, die ich aufnehme. Okay, Multiplexbrücke. Moment. Ich habe keine Ahnung. Ich komme dann jetzt so. Dann wohin? Ah, okay. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, hier sind wir doch nicht entlang gelaufen. Das würde ich wissen. Alles klar, das hört sich doch toll an, dass die Übertragung läuft. Ich suche hier jetzt eigentlich mehr so den richtigen Weg. Ja, da muss ich hin. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Ich möchte erstmal hier alles erkunden, wenn möglich 100%, falls mir das gelingt. Was ist denn da in dieser Ecke da unten? Warum ist es denn jetzt noch so dunkelblau auf der Karte? Oh, das gefällt mir nicht. Ich hasse Menschenmassen, verstehe ich. Außer auf Konzerten, seltsamerweise. Da macht mir das nichts aus. Da habe ich wirklich gar keine Probleme mit. Da habe ich auch voll die Ruhe weg. Aber das war es dann auch schon. Aber wenn ich in einem Geschäft bin und da ist die Hölle los, oh, dann mag ich da eigentlich schon gar nicht reingehen. Ja, das ist die falsche Taste. Ich lerne das nie. Ja, dann sollte ich vielleicht runter. Sollte ich runter? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich laufe jetzt einfach mal. Wo komme ich denn hier hin? Vielleicht sollte ich einfach mal die Karte aufrufen. Ah, dann komme ich wieder back to the beginning. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Okay, stopp. Muss mal kurz hier rüberspringen. Zack. Muss erstmal mich hier unten umschauen. So, hiermit kann ich nicht interagieren. Es gab aber noch einen Quizautomaten, an dem würde ich mich halt mal gern versuchen. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Und die Fragen sind da ein bisschen anders. Da hinten ist eine Kugel, das ist schön. Ich komme später nochmal dahin. Erstmal möchte ich hier alles versuchen abzulaufen. Damit ich überall gewesen bin, dann habe ich das schon mal, oder dann hätten wir das schon mal geschafft. So. Zack. Was haben wir hier? Oh, da ist auch ein Portal. Oder sowas ähnliches zumindest. Ich glaube, ich muss da meinen Mokri einsetzen. Kann das sein? Untersuchen. Moment mal, ich setze mal meinen Mokri ein.
Ah, okay, ja, es hat so ausgesehen, als müsste ich den da einsetzen. Jetzt haben die alle Angst vor mir, um Gottes Willen, ihr braucht keine Angst zu haben, ist alles gut. Remnants of a spatial distortion have been discovered at the gate. That points to some sort of paradox having taken place here. We've had to deal with paradoxes ever since the fall of Cocoon, several centuries ago. The presence of a gate signifies a shift in time in the nearby area. Perhaps the world has been changed again. No one knows if or when history is going to be rewritten. That's why we have to live each day like it may be our last. We've had to deal with paradoxes ever since the fall of Cocoon, several centuries ago. Ja, meine Güte, übertreib. Hallo, ich bin hier gerade in einer Konversation. Genau, ich wollte mich auch gerade wegstellen. Naja, es werden ja das Bein gestellt. Okay, alles klar, jetzt wiederholt er sich. Ja, alles klar. Ich gucke mal, ob ich jetzt damit interagieren kann. Oh ja, kann ich. Something's definitely gone wrong with this gate. Space-time is twisted, so the gate can't manifest itself, Kubo. When the future is made certain, the gate will be fixed, Kubo. Future made certain? Does that mean we should help the Academy with their important job? Kubo! Kubo! Okay, aber das ist jetzt kein Portal für optionale Sachen, oder? Gibt's hier überhaupt optionale Sachen? Ich muss ja sagen, ich liebe das ja, in Videospielen die optionalen Sachen zu erledigen. Aber ich finde sie meistens nicht. Nicht in meinem ersten Durchgang. Nicht in meinem ersten Spieldurchgang. Sag mal, was ist denn hier mit euch los? Seid ihr alle zu blöd zum Gehen oder was? Meine Güte. Hör doch auf. Oh ne, jetzt laufe ich ja zurück. Das ist ja gar keine Absicht gewesen. Ich muss da noch hin. So, ich bin an diesem Automaten gewesen. Dann war ich auch an dem Automaten. Bin ich an beiden Automaten gewesen in der letzten Folge? An beiden Quizautomaten? Ich gehe mal stark davon aus. So, jetzt muss ich die Karte nochmal aufrufen, denn ich muss nochmal hier lang. Ich muss jetzt hier runter. Ich muss nämlich noch die andere Seite ablaufen. Da sind noch einige Stellen, an denen ich noch nicht gewesen bin. Das ist seltsam. Hauptsache, ich war am Quizautomaten. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist ja schön. Doch, ich muss hier hoch. Und dann muss ich jetzt direkt nach rechts laufen. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Ja, das sieht gut aus. Warum laufe ich eigentlich nicht? So, dann sind wir jetzt hier auch schon gewesen. So, und hier gibt es höchstwahrscheinlich nichts. Wo kommt das Wasser her? Wo kommt das Wasser her? Ist irgendwo was ausgelaufen? So, dann kann ich doch jetzt erstmal... Ja gut, nee, das muss nicht sein. Also weiter nach oben. Sehr schön. Okay. So, und dann kann ich hier entlang laufen. Wir sind jetzt in der Neustadt. Alles klar, die Musik hat sich jetzt auch verändert. Einfache Jobs? Definiere mir einfache Jobs. Ach du meine Güte. Okay, wie lange soll ich hier warten? Also ich warte maximal auf eine Person 20 Minuten und wenn die Person dann nicht aufgetaucht ist, dann gehe ich auch wieder. Was? Wo sind die Spielzeuge? Ja, ich komme mit. Sag mir Bescheid, wenn du sie gefunden hast. Denn da sind dann auch bestimmt Videospiele in der Nähe. Hallo, gute Frau. Würden Sie mich mal gerade da vorbeilassen? Danke. Und 8 Katalysatorzündungen erhalten. Das ist ja ein Ding. So, ich muss aber jetzt einmal hier runter. So. Hier hinten dran ist nichts. So, und hier bin ich wohl auch noch nicht so wirklich gewesen. Bin hier wohl scheinbar nur mal vorbeigelaufen. Ich will eine eigene Wohnung haben, kann ich vollkommen verstehen. Da. Okay. Mogiri. It's time. Ja, ich muss dich wieder werfen, ich weiß. Das ist alles gar nicht so schön. Und zack. Ich wollte gerade sagen, das müsste nämlich perfekt gewesen sein. Ja, ich werfe immer meine Haustiere. Ach, ich hätte da auch entlang laufen können, sehe ich gerade. Haha.
Ja, 2000 Killer erhalten. Ja, super. Ganz toll. So, ich muss die Karte nochmal aufrufen. Auch das Mädchen läuft in entgegengesetzte Richtung. Ich muss nochmal zurück. Ich glaube, das hier ist auf einer anderen Ebene, oder? Nee, ist es nicht. Ich bin einfach nur hier nicht entlang gelaufen. So, hier bin ich aber gewesen. Ja, von da bin ich auch gekommen. Ganz genau. So, dann muss ich hier einmal diese Rolltreppe in Anführungszeichen hochstopp, junger Mann. Ich hab dich gesehen. Nicht weglaufen. Hallo, nicht weglaufen. Ich möchte mit dir sprechen. Bleib doch stehen. Ey, warum läufst du? Hör doch mal auf. Ey, Alter. Want to know a secret about the academy headquarters? If a monster comes to attack us, the building will transform into a huge robot. Echt? Friend's older brother works for the academy, so I know all their secrets. Come on, ask me anything. If Cocoon falls out of the sky, the academy will become a giant robot and catch it. What? It's true. My friend told me so. Okay, alles klar, jetzt fängt er an, sich zu wiederholen. Alles klar, also die haben wohl scheinbar Datenschutz und so, das ist alles ein Fremdbegriff. So, Moment, ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Kugel gesehen, bin mir aber nicht sicher. Ah, okay, dann habe ich es mir eingebildet. Schade. Das ist schade. So, Moment. Ne, mit dir nicht. Mit ihm wollte ich sprechen. Der hat nämlich hier eben gestanden, als ich hier vorbeigelaufen bin. Warum ist Cocoon fall? Where did the crystal pillar come from? Does anyone know? The director is the only one who knows the truth of what happened in the past. What with things like Falci, Lissi, focuses and crystals, the people of the past must have led some very exciting lives. There may have been several incidents. But all in all, we've been able to live peacefully for 400 years. I refuse to believe the cocoon will fall to fill the world with death and destruction. Even though I know cocoon won't last forever, I still look up and see its beauty. Perhaps it's just easy to find beauty when you know something is fleeting. Mhm. Wohin soll ich jetzt gehen? Ja, das ist immer eine gute Frage. Moment, mit dir möchte ich auch noch sprechen. You look like first timers here. There's a lot going on, isn't there? It must be a shock to the system. Oh, es geht eigentlich. Also ich komme eigentlich ganz gut zurecht, aber trotzdem danke. Even with the city's administrative structure, I hear that the academy has their hands full with disobedient citizens and misfits. I really respect the scientists at the academy. They're about helping everyone, not just themselves. Okay. So, jetzt würde ich hier aber gerne noch diese... Moment, ich muss zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Das muss unten sein. Komme ich noch nach unten? Ich komme nach unten. Ich komme nach unten. So. Ja, dann bin ich nämlich hier auch überall gewesen. Zack. Zack, wo kommen wir hier hin? Ah gut, da war ich schon. So, ist hier irgendwie was? So, aber da ist eine kleine Stelle, so eine kleine blöde Stelle hier. Ja, hier. Nur weil ich hier nicht entlang gelaufen bin. Oder nicht nah genug dran war, wie auch immer. So, ich rufe mal die Karte auf. 94% habe ich erkundet. Das ist ja schön. Ja, da fehlt mir diese kleine Stelle da oben. Und halt da oben, ja, die Ecke. Die zählen diese kleine Ecke da mit, ne? Das werden vermutlich 2% sein oder so. Ja, das wird mich ja dann auch... Oh, Entschuldigung. Ja, ich drücke hier die Taste, weil ich denke, ich könnte sprinten, denn ich spiele gerade privat Star Ocean The Last Hope. Das ist mein zweiter Spieldurchgang. Und, ja, auf dieser Taste sprintet der Protagonist. Ja, und das passiert mir auch bei Tales of Berseria sehr oft. Oh, wo laufe ich denn hin? Ach, hier ist doch, ne, hier unser Quizautomat. Ja, aber nicht in dieser Folge. Das mache ich ein anderen Mal und dann werde ich mal gucken, ob ich das vielleicht oben rechts irgendwo einblende oder so. Jetzt muss ich die Karte aufrufen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Aber ich werde schon zurechtkommen. Das ist das Mädchen, das gefallen war. Hm. Schade.
Ich würde gerne da reingehen. Frag mich nicht warum, aber ich würde einfach gerne reingehen. So, ich müsste irgendwie... Ja. Geh doch mal auf die Seite, meine Güte. Ihr seht doch, dass ich hier... Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Oh, das hier ist mir auch zu viel genervt. So, ich muss die Karte aufrufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt entlanglaufen muss. Ich laufe jetzt einfach hier lang. So, Moment, das hier könnte richtig sein. Genau, hier bin ich ja eben schon entlang gelaufen. Ja, das hier könnte richtig sein. So, schnell hier entlang. Und dann werde ich einfach den mittleren Weg nehmen. So, Moment. Ja. Dann geradeaus, nach rechts, geradeaus. Und dann müsste ich nach links. Wenn das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, zack, runter. Und dann jetzt hier entlang. Ja, sehr schön. So. Das hier könnte doch richtig sein, oder? Ja, das hier ist richtig. Sehr schön. Ich hab's geschafft. Mir fehlen trotzdem noch einige Prozente, die ich nicht erkundet habe. Diese eine Ecke, das mache ich dann ein andern Mal. Wir werden bestimmt nicht zum letzten Mal hier gewesen sein. Es sei denn, die Stadt wird zerstört, was hoffentlich nicht passiert, weil ich meine, ja, wenn hier irgendwas passiert, dieses Gebäude verwandelt sich doch in einen Riesenroboter. In einen Riesenroboter hat's gehießen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ist das hier die Esper von Hope? Ist das Alexander? Könnte das sein? Oh my God, das wäre ja mega. Das wäre mega. Okay, jetzt hoffe ich doch. Sag mal, warum feiern die Kinder hier? Sind die besoffen oder was? Jetzt hoffe ich ja doch, dass die Stadt angegriffen wird. Einfach nur, damit sich dieses Gebäude in Alexander verwandelt. Ey, das wäre so mega. So, mit euch spreche ich gleich. Ich muss erstmal hier hin. Und wir bekommen hier eine Goldmünz-Coupon. Das ist schön. Kann ich mal direkt eintauschen später? Feel free to ask me anything. Is that what you wore 400 years ago? Your clothes are different than the pictures in my textbook. Ja, weiß der Geier, welche Geschichtsbücher du geguckt hast. Bestimmt die Kelten oder so, keine Ahnung. You're used to seeing people with swords and bows. Guns were pretty rare in your day, weren't they? Is that white round animal you have with you real? That's rare. You'll see a lot of animals here, but they're all virtual. Oh Gott, wie furchtbar. Virtuelle Tiere, Haustiere. Moment, hier ist doch auch noch jemand, mit dem ich noch sprechen konnte. Hallo, junge Frau. Ja, ich bin schon mal froh, dass du nicht fällst. That guy keeps looking over here. He hasn't done anything yet, but it's creepy nonetheless. Welchen Typen denn? Anyone can visit the academy. If he's so curious, he should just come in like everyone else. Ja, vielleicht findet er dich hübsch und traut sich nicht, dich anzusprechen. Das wäre doch nichts Schlimmes. Okay, jetzt wiederholt sie sich. Ich meine, solange er dich nicht stalkt und so, ist doch eigentlich alles okay. Mein Gott, wenn er dich halt anstarrt. So, wie komme ich... Ah, okay, hallo? Bist du da runtergefallen oder was und kommst da jetzt nicht mehr raus? Das wäre ja echt zu funny. Das wäre mega lustig. Do you know a girl named Alyssa? She works at the academy. I wish I could summon up the courage to talk to her. Ach so, bist du der Typ, der da hinten dir auch anstarrt? Bist du der ein und selbe? Okay, das ist schon ein bisschen creepy, wenn du jetzt hier hinkommst und die Mädels hier anstarrst. Das ist schon ein bisschen schräg. Apparently, Alyssa was sleeping in a time capsule for a few hundred years. She just woke up recently. Kind of like Sleeping Beauty. I want to go inside and get to know her, but I just keep chickening out. If I do get a chance to talk to her, what should I say? She's from a different time. I don't want to scare her off. Naja, aber das macht ja die Sache jetzt auch nicht besser, wenn du jetzt hier vor dem Gebäude rumlungerst und dich hier hinter der, ja, den Treppenstufen versteckst und hier drauf hoffst, dass sie hier an dir vorbeiläuft. Oh mein Gott.
So, dann würde ich mal sagen, betreten wir dieses Gebäude. Oder Alexander. Ey, das wäre so geil, wenn das Alexander wäre. Ich würde das so feiern. Okay, sprich mit Hope. Gut, das machen wir dann aber erstmal zum Schluss. Wir sind im Eingangsbereich. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, 97% habe ich erkundet. Ja, und soll ich euch sagen, warum? Weil hier diese anderen 3% sind. Genau da, in der Mitte hier. So, da. Okay. So, ach, hier gibt's auch ein Quiz-Terminal. Okay, dann muss ich da wohl doch hin. Aber ich probiere es nur einmal. Wenn ich eine Frage falsch beantwortet habe, dann haben wir halt Pech gehabt. So, mit wem darf ich denn hier sprechen? Oh, darf ich da einfach hinter die Theke? Höchstwahrscheinlich nicht. Das ist kein Problem. Ich werde da einfach mit Mokri hinwerfen. So, zack. Mach das mal auf. Sehr schön. Ja, jetzt sind hier alle voll abgelenkt, ne? Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitraum für einen Banküberfall. Die sind ja eh alle abgelenkt. So, Kontra-Artefakt Wahrheit erhalten. Ein Wahrheitsartefakt. Moment. Das muss ich mir doch anschauen. Inventar. Wichtige Gegenstände. Hä? Ah, hier ist es. Okay. Verriegelt Portale in Augusta-Turm im Jahr 200. Okay, das muss ich mir notieren. Im Jahr 200 steht hier, ne? Im Augusta-Turm. Turm von Augusta. Ich habe hier nur stehen, Turm von Augusta im Jahr 300. Es gab aber noch 200. Ich habe mir das nur nicht aufgeschrieben. Stimmt, das ist nämlich in derselben Zeitlinie wie mit Urba, ne? Moment. 200. Augusta-Turm. Alles klar. Ist notiert, damit ich das nicht vergesse. Super, mein Handy blinkt jetzt. Dann soll es jetzt blinken. Ich habe es umgedreht, dann stört es mich nicht mehr. So. Okay, auch nichts. Wir haben nur ein Artefakt gefunden. Ist nichts Weltbewegendes. Naja, doch, eigentlich ist es ja schon Weltbewegendes, weil wir wollen ja die Welt retten. Ja, und das war's jetzt, oder was? You would be Sarah and Noel, yes? We've heard all about you. Und die steht dann hier, ich habe hier keine Ahnung, wie lange die arbeitet, aber die steht dann hier so, sagen wir jetzt mal 8-9 Stunden, ja, um einfach nur zu sagen, herzlich willkommen zur Akademie. If you wish to meet with Hope, I've been instructed to let you in without an appointment. Welcome to the Academy head office. Alles klar. Ja gut, da werden auch bestimmt eine Menge Idioten vorbeikommen und sie einfach nur blöde Fragen stellen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil das haben so einige Menschen an sich. Hast du die neue Show gesehen? Welche neue Show denn? So, hallo? Bleib mal stehen. Oh. My database contains profiles of every creature in existence, from Cocoon to the farthest reaches of Grand Pulse. Yes, I have them all. Ah, it's been quite the trial. I scoured the records, you see, compiling data from the most obscure Academy files. My work is a thing of beauty. If anyone has research that rivals my perfect database, I would certainly like to see it. Okay. Finde ich richtig toll. Also sowas wie ein Pokédex hier. Akademie im Jahr 4XX. Dr. M. hat alle möglichen Informationen über Monster zusammengetragen und in einer Datenbank gespeichert. Er selbst hält seine Sammlung für vollständig. Gewinne die Anerkennung des berühmten Doktors, indem du mehr Daten über deine Gegner sammelst, als Dr. M. in seiner Datenbank gespeichert hat. Mission annehmen. You believe there are monstrosities even my research has overlooked? Very well. Let us see the proof of your words. Return to me when you think your data log has captured details on every monster. Do you understand? I do mean every single monster. Okay, dann muss ich am Ende des Spiels nochmal hier hinkommen. Komplettiere die Gegnerdatenbank. Ja, sehe ich. Gegnerdatenbank. Moment, hier steht's doch. Gegnerdatenbank. Spaltbestien. Ja, wäre schon schön, wenn ich hier dann noch Fragezeichen sehen würde, damit ich einfach sehen würde, wie viele es insgesamt gibt. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich halt einen Anhaltspunkt habe. Oder wenn hier irgendwo Zahlen stehen würden, aber hier steht ja einfach gar nichts. Woher soll ich denn noch wissen, welche Monster fehlen? Hm. You've amassed quite the pile of monster data. An impressive amount of research.
for an amateur. Ja, wir haben ja auch erst mit dem Spiel angefangen, ja. Also ich meine, wir sind jetzt bei Folge 29. Aber ich spiele halt auch ein bisschen langsam. Langsamer als andere und schneller als manche andere. Das ist immer so, ja, ich weiß, mit dir. Aber ich finde eigentlich schon, dass ich eigentlich langsam spiele. Also ich muss jetzt sagen, ich spiele ja jetzt privat Star Ocean The Last Hope. Und da habe ich mir jetzt sehr viel Zeit genommen. Also ich bin wirklich, ich habe neue Sachen entdeckt, die ich in meinem Let's Play, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte und im Blind Let's Play dazu hatte, ich bin an einigen Stellen gar nicht gewesen. Ja, ich habe sämtliche Aufträge gar nicht erfüllt. Ich hätte mit den Personen viel öfter sprechen müssen. Ich hätte an Orte nochmal zurückkehren müssen. Und das habe ich damals im Let's Play gar nicht gemacht. Ja, und dann weiß ich Bescheid. Ja, das werde ich bei anderen Spielen, wie unter anderem jetzt hier auch bei ihm. Bei diesem Spiel, Final Fantasy 13, bist du ein Geist? Looks like it. Okay, ich denke, mein Mokri kann mir gleich helfen. Ja, und das mache ich halt zukünftig in anderen Spielen auch, dass ich ältere Orte nochmal aufspüre und nochmal mit den Leuten spreche. Ich meine, das mache ich, oder beziehungsweise das habe ich früher in den Spielen immer anders gehandhabt. Ich bin immer erst an die alten Orte zurückgekehrt, wenn ich kurz vorm Ende des Spiels war. Ja, dann habe ich das meistens immer gemacht. So, dann setze ich hier mal mein Mogri ein. Mogri? Okay, ja, seht mal an. Ich kann zaubern. Hier ist ein Mensch, ne? Das ist, ich kann dich auch verschwinden lassen. Mach, dass du weggehst. Moment mal, ach, du bist doch der Doktor, ne? Bist du... Ah, ich wollte gerade sagen, der hat irgendwie abgenommen, ne? So. Greetings, young man and young lady. How would you like to test your knowledge with Captain Cryptic's confounding quiz? Huh? It can't be. Amador? You know him? Yeah, he was in Cocoon's army. Warum läuft die? I've met him lots of times. I am Captain Cryptic, quiz giver extraordinaire. So, little lady, how about that quiz? That's weird. He doesn't remember me. Sarah, the Amador that you used to know lived hundreds of years ago, which means... Hey, Captain, you're not human, are you? Correct. Captain Cryptic is a quiz-centric duplicate. Let's get started then. Ach, die läuft, weil ein Mädchen da unten ist, habe ich eben gesehen. Und die möchte da vorbeilaufen. Stehe ich unter Zeitdruck? Um Gottes Willen. Was wurde mit Hilfe von AMP-Technologie entwickelt? Aquawappen, Wasserspei, Aquaratechnik, Schreihals, Matthäus. Ich glaube, das Aquawappen... Oh, falsch. Mommy not helping with your homework? Oh. Habe ich mir das jetzt versaut? Captain Cryptic, in keiner Zeit und keiner Welt hat es je einen so grandiosen, fantastischen, über alle Zeitschranken hinausgehenden, transphänomenalen Quizmaster gegeben wie ihn. Unvermittelt taucht er an den absurdesten Orten auf und klopft das Wissen des allgemeinen Volkes ab. So unerbitterlich seine Fragen sind... So versöhnlich ist die Belohnung, die er bei korrekter Antwort verteilt. Na super, und ich habe direkt die erste Frage falsch, ne? Das ist ja richtig nice. Ungeprüften Gerüchten zufolge verweilt Captain Cryptic seit einiger Zeit in Academia im Jahr 4XX. Hilfreich bei der Suche nach ihm sind sicherlich die Augenzeugenberichte der Bürger und Bürgerinnen von Academia. And we're still on the easy questions. Nein! Doesn't seem to have anything to do with the man you knew. Are they really that similar? Like twins. How did this happen? Ich dachte, ich könnte ihn jetzt noch mal ansprechen. Oh nein! Ich hab mir das versaut. Wo ist der? Ach, das ist doch Mist. Vielleicht, wenn ich zum Quiz-Terminal gehe, vielleicht kommt er dann wieder. Ach nö. Okay, ja, möchte ich. Answer all questions correctly and receive a fabulous prize.
Bend your mind to the task and aim for a perfect score. Here is your first question. Okay, hau raus. So, die Existenz, wovon konnte im Auenwald von Sunlet nicht bestätigt werden? Von Habanero-Puddingen, von reichhaltigen Vegetationen, von wildwuchernden Reben, von Goldadern. Die Existenz, wovon konnte im Auenwald Sunlet nicht bestätigt werden? Ja. Ich dachte, weil sie ja verschwunden sind. Ja, unfortunately, ja. Nochmal. So. Tag. Möchtest du... Ja, ich möchte teilnehmen. So, die erste Frage. Was macht Sarah Farron beruflich? Sie ist Hobbylehrerin eigentlich. Sie ist Pilotin. Ja, sie ist Lehrerin. Wäre schlimm, wenn sie ihre... Wenn sie die Frage nicht beantworten könnte... Okay, wozu ist der Wettermodulator in der Arschhütte-Steppe nicht in der Lage, es schneien zu lassen? Congratulations. Question 3. Okay, dann haben wir, welchen Angriff beherrschte Hope auf einzigartige Weise? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, und tschüss? Oder bestechen? Ich weiß es nicht. Ich nehme bestechen. Falsch. Habe ich keine Ahnung. In Final Fantasy 13? Bin ich raus. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, okay. Mach's gut. Nerv mich nicht. So, hier arbeitet wohl niemand. Hat jemand Pause vielleicht? Keine Ahnung. Jetzt habe ich mir das echt versammelt hier mit dem... Amodor Captain Cryptic Quizmaster hier. Oh Mann! Wie ärgerlich! War auch eine blöde Frage. So, hallo. Chuckerific! Die NPCs gehen mir hier ein bisschen auf den Keks, dass sie mich hier ständig anrempeln müssen. Wenn die mir auf die Schuhe treten und sich nicht entschuldigen, gibt's Ärger. So, schauen wir mal. Ah, ich habe hier so viel Geld. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, okay, aber so wirklich tolle Sachen hat sie jetzt auch nicht. Wie ich hier sehe. Ja, alles klar. Monsterkomponenten auch nicht. Raritäten. Okay, hier ist das ein oder das andere dabei. Schau mal, die Goldbrosche kaufe ich. Einfach nur, damit ich sie habe. Kaufen wir Soldatenabzeichen. Nora-Symbol grün. Das Abzieh-Tattoo in pink. Kaufen wir auch. So, einfach nur, damit ich es habe. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ich meine, ich habe noch 600 Gil und ich wäre auch bereit, sie auszugeben. Abzieh-Tattoo. Achso. Kann man nur einmalig kaufen, I guess. Okay, soll mir recht sein. Gut, das war's. Thank you and thank you. Ja, gar kein Thema. Ich hab zu danken. Ich meine, ich habe ja auch was dafür bekommen. Ja, ich muss mal hier in die Ecken reinlaufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vielleicht noch irgendwie was Unsichtbares hier rumspringt, rumhüpft. Das wäre doch vielleicht noch ganz nice, wenn dem auch dann so wäre. Dann ist das vielleicht nicht so ganz umsonst gewesen. Ah, hier komme ich gar nicht ganz rum. So, dann muss ich halt mal gegen die ganzen Monster kämpfen, die es hier in dem Spiel gibt. Wird mal. Warum fallen die ganzen Kinder hier oben? Also das ist... Ich weiß ja auch nicht. Alles ein bisschen anders hier. So. Hier sehe ich nichts. Mein Mokri kommentiert auch nichts. Ja, Norbus, tut mir leid. Wir müssen hier erstmal gerade alles ablaufen. Ich möchte ungern was auslassen. Das wäre nicht so schön. So. Boah, die könnte aber auch ein bisschen schneller laufen hier, die Sarah, ne? Das finde ich... Oh. Nervt mich so ein bisschen, dass die so lahm ist. Vielleicht meine ich das aber jetzt auch nur, weil ich halt die ganze Zeit mit Star Ocean The Last Hope
beschäftigt bin in den letzten Tagen und da fleißig am Sprinten bin. So, alles klar. Dann hat sich das erledigt. Dann wollen wir mal weiterziehen. Okay. Hier vorne stehen sie schon. So. 98% habe ich erkundet. Okay, dann sind das keine 3% mehr, sondern 2 da unten in der Ecke. Okay, sprich mit Hope. Ja. Das machen wir dann natürlich als letztes. Ich muss erstmal hier vorbei. Wo komme ich denn hier hin? Kann ich da echt runterspringen? Oh mein Gott. Schon ein bisschen creepy. Ach du meine Güte, was zur Hölle ist das hier? Okay, bleib mal stehen, bitte. Also Hope will hier Hope herstellen, okay? Okay, das hast du eben schon gesagt. Alles klar, mach's gut, war nett, sich mit dir zu unterhalten. Ah, Moment, ich komme da nicht hin, so. Moment. Müsste mich vielleicht so hinstellen. Oh, diese Plattform ist im Weg. Dann kommt der... Oh, hätte ich da jetzt echt drauf springen können? Dann muss ich mal gleich gucken. Ich bleibe jetzt mal so lange hier stehen, bis die vielleicht wiederkommt. Okay, das hier könnte hinhauen. Oh, okay. Oder auch nicht. Hey, komm her. Ja, wo ist das denn? Es ist eine Frau gewesen. Hier. What we create here is hope and inspiration for mankind. Ja, ich wollte mit dir gar nicht reden. Mann, ich wollte da drauf springen. Okay. Immerhin, wir haben einen Gill erhalten. Von meinem Mogri. So, Moment. Ach Gott, hier geht's ja hoch. Hier gibt's Treppen. Ach du meine Güte. When the director opened his eyes, I was overcome with so much emotion. I mean, a legendary man who lived 400 years ago was right there. Everyone knows who Hope Estime is because we learn about him in school. Working with him is like a dream come true. It was all thanks to the director's work that people had hope. Something to live for. Okay, du wiederholst dich. Ja, das hört sich echt schon komisch an. Ja, wir haben in der Schule so viel von ihm gehört. Ja. Ich möchte doch hier runter. Ich muss hier einfach mal kurz stehen bleiben. Ich möchte unbedingt auf so ein Ding drauf. Yay! Ich hab's geschafft! So, und jetzt? Ja, ich kann mit dir gar nicht reden. Ah, der bringt mich bestimmt irgendwo anders hin. Ich kann jetzt hier abspringen. Ah, okay. Ich verstehe. Okay, alles klar. Ah, Noel ist jetzt gar nicht mitgekommen. Das ist ja ein Ding. Hi, ich bin hier. Schön, dich zu sehen. So, muss erstmal gucken. So, du bist jetzt der Mann, mit dem ich eben gesprochen habe, ne? Academia was built on the foundation of the director's beliefs and ideals. Everything in the past was meant to lead up to this day. Everyone knows who Hope Estime is because we learned. Ja, okay, ja, das hier ist er. Der hat jetzt nur gerade aus welchen Gründen mal was anderes gesagt. Eben hat er sich wiederholt, alles klar. So. Muss jetzt erstmal hier entlang laufen. Achso, ne, hier kam ich ja gar nicht weiter, richtig? Ja, okay, das macht ja nichts. Ich kann hier hinten rum noch entlang laufen, denn hier sind wir ja auch noch nicht gewesen. Okay. Was genau ist denn so klasse? So, hier kann ich mit keinem sprechen. So. Moment, hier in der Ecke bin ich noch nicht gewesen. Gut, hier könnte ich dann jetzt noch mal so ein Ding drauf springen, was auch immer das sein mag. Aber ich meine, ich kann ja mit denen nicht sprechen, also muss ich da ja dann auch nicht drauf bringen. So, ja, danke, schön, dass du hier anhalten möchtest. So, kann ich denn aber auch hier irgendwo runter? Weil... Warte, ich muss das jetzt mal im Auge behalten. Fährt irgendjemand runter? Es geht runter. Okay, ich muss dann mich auf ein Teil draufstellen und hoffen, dass mich dann jemand runterfährt. Hallo? Warum ist die jetzt einfach so an mir vorbeigezogen? Kannst du mal weggehen? Du nervst mich gerade so ein bisschen. Hallo? Werde ich hier mal noch abgeholt?
Ich muss in die untere Ebene gebracht werden. Hallo. Das. Kann ich jemanden anrufen oder so? Hier, bleib hier. Warum springt sie denn nicht? Meine Güte, ich bekomme da ja fast einen Herzinfarkt, weil ich da nur am Drücken bin. Nein, sie bringt mich hoch. Nein. Ich möchte nicht hoch. Wo fahren wir denn hin? Du hast aber auch eine ganz beschissene Route. Ja. Ist das dein Ernst? Na super. Okay, das hier war nicht richtig. Gut, dann probier es hier mal. Sehr schön, ist auch schon direkt da. So, ja! Das sieht doch richtig aus. Oh, nee, jetzt nicht mehr. Oder? Bringst du mich in die untere Ebene? Ist das hier die untere Ebene? Das hier ist die untere Ebene. Ja! Ich bin da, wo ich sein wollte. Sehr schön. Komme ich sogar noch eins runter? So, was haben wir denn hier? Platin-Münz-Coupon. Okay. So, hier möchte auch niemand mit mir sprechen. So, hier kann ich jetzt nochmal abgeholt werden. Also noch eine Etage tiefer geht's nicht. Jetzt muss ich hier warten, bis der Bus kommt. Taxi, wie? Ach, da ist er ja schon. Wunderbar. So, bitte einmal nach oben. Dankeschön. Das ist ja perfekt. Dankeschön. Denn genau hier wollte ich jetzt hin. Denn ich muss jetzt mit Alyssa sprechen. Hope told us that he invented a machine called a time capsule. That's how they got here. Back in 13 AF, Hope devised a plan to build an artificial Falci. It was called the Proto-Falci Project. He wanted to use the new technology to re-levitate Cocoon. But then one day, Hope saw a certain prophecy in the Oracle Drive. So I activated the Oracle Drive and watched the prophecy. I saw you fighting the Proto-Falci, and I saw you screaming out at me. Your machines are driving me nuts! Well, I was getting pretty ticked off by that point. Well, exactly. So we were forced to re-evaluate the project, and eventually abandon it. Okay, you saw Sarah getting mad at you, so you canceled your project, and then poof, the Proto-Falci disappeared. Is that about right? We didn't destroy it so much as it never existed in the first place. We were following the wrong path to the future. If the Proto-Falci had managed to get control of Cocoon, it would have made itself the second Eden, and we'd be back where we began. Yeah. It would have been just like how it was on the old Cocoon. We realized we couldn't let that happen. We had to levitate Cocoon using only human technology. Right. Not to mention that if you had kept with the original plan, your machines would have killed you. Really? Then we owe you our lives. Thank you. Funny, you lose your temper and the whole future changes. Okay, ich spreche mit Alyssa. Na, ganz toll. Ich spreche aber erstmal mit Hope. Und eben durfte ich aber nicht mit ihm sprechen. Vielleicht hätte ich doch mit ihm sprechen sollen. Alyssa und ich decided to come to the future to observe the 13th arc, the structure that appears in the sky of this time period. That thing that's floating above us now? Yes. In the end, we abandoned the idea of restoring the old Cocoon. Instead, we plan to build an entirely new shell. Of course, there's still the problem of how to keep such a creation airborne. A whole new Cocoon. That's an ambitious plan. Sure is. And that's why you're here, to find out what keeps the Ark afloat. Exactly. When we learned of the Ark's appearance through the Oracle Drive, we had to come and see it for ourselves. There are so many important things I need to talk to you two about. So many, in fact, I'm not really sure where to start. Hope ist 400 Jahre in die Zukunft gereist. Was möchtest du ihn fragen? Ich dachte, er wollte uns was fragen. Wie bist du in die Zukunft gereist? Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Warum möchtest du ein neues Cocoon bauen? Was passiert mit der Kristallsäule? Hast du etwas über Lightning herausgefunden? Ja, das würde sie ja eher auch fragen. Aber mich interessiert mehr, wie er in die Zukunft gereist ist. Ja, okay, komm. So, have you learned anything else about Lightning since then? Actually, I had this dream.
While I was asleep inside the capsule, I could hear Lightning talking. You heard her? I'm sure it was your sister's voice. She told me I'd made the right choice, that I was on the right path. Lightning. She's still looking out for us, isn't she? Huh. So Lightning knows what will happen in the future. I don't need her to hold our hands or anything, but is it too much to ask for a little sisterly advice? If she gives too much information to you, it could change the path of history. You could think of her silence as a sign that everything is going as planned. That's just the way Lightning operates. Only those who hold on to their resolve and find their own path through time have the right to change the future. No compromises, huh? I think Lightning is preparing for a battle, and she doesn't know what the outcome will be. When that time comes, she'll need people at her side that she can rely on. Oha! Na dann, geh mal kurz zur Seite. Das ist was ganz Wichtiges. Das benötige ich. Und das hätte ich jetzt nicht bekommen, wenn ich jetzt nicht mit ihm gesprochen hätte. Ein Kristallstern erhalten. Was ist ein Kristallstern? Ich muss ins Menü, ich muss mir das anschauen. Inventar. Ein Accessoire? Nein. Besondere Gegenstände? Auch nicht. Gegenstände ist auch nicht mit dabei. Bei wichtigen Gegenständen? Wohl eher weniger. Dekor. Kristallstern. Ein Kristallschmuck, in dem das hehre Licht der Hoffnung flimmert. Ja, alles klar. Huch, ja, ich wollte wieder sprinten. Was offensichtlich nicht funktioniert. So. There's no way I can repay you for changing the future for us. Traveling to this time period was no easy task. Ja, wie hast du es gemacht? Kannst du das mal bitte sagen? We knew we'd meet you again in the future. Okay. Ja, willst du dich jetzt nochmal 200 Jahre lang hinlegen und wir sehen uns in 200 Jahren wieder? Was für uns 2 Minuten sind? Ach du meine Güte. Okay, dann spreche ich jetzt mal mit ihr. So, I bet you're dying to know how we came to the future, huh? Ja! Kinda. You heard about the time capsule we used? It's a device that slows down time only for its occupants. The effect is caused by the creation of a powerful gravitational field and, well, essentially we just slept as the outside world flashed forward into the future. This capsule of yours, it can't take you back, can it? Unfortunately not. And considering it broke down after a single use, I doubt it'll prove to be a popular method of time travel. You risked your own life for the sake of Cocoon. Oh, the director was there with me. Hey, Sarah. After coming to the future myself, I think I understand how you must feel. The Academy has welcomed us with open arms, and we can research as we always have, but sometimes I get these terrible anxiety attacks. Alyssa. Please, Sarah, you have to let me apologize for the way I treated you in the past. Maybe you can't forgive me for that, but I hope as fellow time travelers, we can face the future on friendly terms. Hä? Ich bin maximal verwirrt. Wir hatten doch gar keine Probleme mit ihr. Investigation into the 13th Arc. At this stage, there is good news and there is bad news. Let's hear the good news first. We've discovered that the Arc's reactor is powered by an ore cluster known as the Graviton Core. By collecting these, there's a possibility that the new cocoon will be up in the sky in no time. That is good news. Yeah, okay. So now you gotta hit us with the bad news. Each ore cluster provides only a certain amount of power.
The 13th arc, for example, requires a single graviton core. We're going to need multiple cores that we can't seem to find. Need a hand with the search? If there's one thing we're good at, it's looking for weird objects. We could use the help. With you two on the case, we'll have those cores in no time. I'll put together some data on graviton cores. Check in with the Academy front desk. Achso, dann arbeitet ihr auch tatsächlich was? Sammle Graviton-Kerne, die benötigt werden, um Neo Cocoon schweben zu lassen. Die Wissenschaftler der Akademie benötigen 5 Graviton-Kerne, die als Energiequelle dienen, um Neo Cocoon in den Himmel aufsteigen zu lassen. Begib dich zunächst ins Hauptquartier der Akademie und erkundige dich an der Rezeption nach weiteren Informationen. Sobald du die benötigten Graviton-Kerne gesammelt hast, überbringe sie Alyssa, die im Hauptquartier der Akademie wartet. Okay, das dürfte ja kein so großes Problem sein, oder? Where did your travels take you? We ended up at a casino called Serendipity. Have you heard of it, Hope? There's an ancient legend that mentions a palace by that name. The story itself is incomplete, and nobody knows how it's supposed to end. So it's a paradise that was never finished, huh? Right. But we won't be letting our story end halfway through. Ja, so fühlt es sich auch an, wenn ich dort bin. Please hand any graviton cores to Alyssa. Our dream will soon become a reality. Jawohl, ich werde dann jetzt zur Rezeption gehen und mir noch mehr Informationen holen. Graviton Kern Alpha überreichen. Ach, ich habe schon einen. Ja, okay. Graviton Kern Beta überreichen. Wow, this must have been tough to find. We'll be putting it to good use though. Did I tell you? The director is inventing a new device. The Academy has been making progress on the development of a paradox weapon. A very powerful weapon that feeds on time distorting energies. Using a paradox against itself, huh? Exactly. There's a possibility we may come up against the man who appears in the Oracle Drive recordings. The war has already begun, and we're fighting to protect the future itself. A battle to the end against Caius. But, Director, didn't you say you were missing a certain material? A Chaos Crystal. It's a solidified chunk of paradox energy, but according to the data, it doesn't exist in this time period. Haben wir das nicht? Well, hey, you've still got us. And we've got the Historia Crux. I knew I could count on you. Once you've found the crystal, I can build you a prototype. Okay, ich meine, wir haben sowas. I see the Academy can thank you for delivering another ore cluster. We're one step closer to seeing the new cocoon up in the sky. Sarah, Noel, I don't know how we could ever repay you. Okay, lass mich mal kurz mit Alyssa sprechen. If we have 3 more graviton cores, we'll be able to float the new cocoon. Okay, ich dachte, ich hätte so ein Chaoskristall. Please hand any graviton cores to Alyssa. Ja, doch. Okay, alles klar. Wird kein Problem sein. Also, Alpha, Bravo, dann brauchen wir jetzt noch Charlie, Delta. Ich weiß ja nicht, 5 hat sie gesagt, ne? Ja, und Echo dann noch. Rezeption. Standst du vorhin auch hier? Hä? Stand nicht da drüben eine? Ah, die hat jetzt, die hat Mittagspause. Die hat Mittagspause, die macht Pause, die ist gerade nicht da. So, ich muss mich hier anstellen. Würde ich jetzt einfach, also so würde ich das im Real Life machen, so würde ich mich dann jetzt hier hinstellen, schön Abstand halten. So. Und an der Zeit würde ich anfangen, mit den Füßen zu dribbeln, weil mir das zu langsam geht. Ja, komm, dankeschön. Jetzt bin ich dran. So. A
Alyssa told me all about you. You're helping us find the graviton cores, isn't that right? And perfect timing, I just got an update with the latest info. This ore, is it really that valuable? Oh yes. The Academy have sent survey teams all over the place. They've searched everywhere, but they haven't found a shard of the stuff. But according to this latest data, our scientists use resonance imaging to identify a possible deposit. So we do have a defined location where a team can start looking. But it's just... It's just what? Well, it's kind of in a different time. Sounds like a job for us, all right. Here, show me that data. Bericht über Graviton-Kern Gamma. Besorge 5 Graviton-Kerne. Ein Graviton-Kern wurde auf Grand Pulse in dem Dorf Erba geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 200 hin. Zu der Zeit stand das Gebiet unter Aufsicht der Akademie, aber vermutlich liegt der Kern an einem Platz, der für Menschen nur schwer zu erreichen ist. Reise durch die Zeit und besorge den Graviton-Kern Gamma. Ich weiß, dass es da noch ein Gebäude gab oder zwei Gebäude gab es da, die dunkelblau auf der Karte versehen waren. Und ich gehe mal stark davon aus, dass man da später reinkommen kann und dass wir jetzt diesen Zeitpunkt erreicht haben, dass wir da reinkommen können. Ne? Das hört sich alles verwirrender an, als es eigentlich ist. Und ja, ich weiß ja nicht, was mit dem Wasser dort ist, ne? Mit dem. Vielleicht ist das Wasser verschwunden und wir können uns da jetzt hinbegeben. Ich habe keine Ahnung. Okay, so viel zu Gamma. Das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Gamma ist Erba. So, dann haben wir hier. Ein Graviton-Kern wurde in Academia geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr im 400 hin. Obwohl sich das fast mit unserer Zeit überschneidet, konnten wir den Kern bisher nicht finden. Wir vermuten, dass er sich in einer Zeitperiode befindet, die aufgrund eines Paradoxeffekts verschwunden ist. Reise durch die Zeit und besorge den Graviton-Kern Delta. Okay, Moment. Erba ist im Jahr 200 gewesen. Das hier ist im Jahr 400. Alles klar. So, ein Graviton-Kern wurde auf Grand Pulse im Yashas-Massiv geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 100 hin. Um den Kern zu bergen, müsst ihr zunächst ein Portal finden, das in diese Raumzeit führt. Unserer Analyse zufolge existiert so ein Portal in einem alternativen Academia in einer Zeitperiode, die durch einen Paradoxeffekt verschollen ist. Reise durch die Zeit und besorge den Graviton Epsilon. Okay. Dann haben wir hier Epsilon und Yashas Massiv. Und das war's, ne? Weil zwei Stück haben wir ja schon abgegeben. Okay. Ha? Was ist denn jetzt los? Okay. Besorge 5 Graviton-Kerne. Das hier wäre ja aber dann schon 6. Weil ich habe mir doch jetzt 3 aufgeschrieben. Und 2 habe ich schon abgegeben. Okay. Ein Graviton-Kern wurde auf Grand Pulse in dem Dorf Erba geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 hin. Das ist fast in unserer Zeit, aber ein starker Paradoxeffekt hat das gesamte Gebiet erfasst, weshalb unsere Forscher ihre Suche abbrechen mussten. Vielleicht gelangt ihr durch irgendein Portal in einer anderen Zeit in der Nähe des Graviton-Kerns. So, das ist im Jahr 400... Erba. Ah, vielleicht das Chaoskristall. Eventuell. Weil hier steht ja jetzt nur Graviton-Kern Zeta. Okay. Reist durch die Zeit und besorgt den Graviton-Kern Zeta. Okay. Meine Güte. Graviton-Kern Eta. Was ist denn jetzt hier los?
Okay, ein Gravitonkern wurde in Cocoon im Auenwald von Sunleth geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 hin. Das ist fast in unserer Zeit. Trotzdem konnten unsere Forscher das Objekt bisher nicht bergen. Wir vermuten, dass Zeitanomalien den Zugang blockieren. Eventuell kann man durch eine Reihe von Zeitportalen zu dem Gravitonkern gelangen. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Eta. So, Moment, da muss ich jetzt mal gerade nochmal zurückblättern. Das ist im Sunleth Auenwald gewesen. Sunleth Auenwald. Und das ist im Jahr 400. In Ordnung. War's das? Na, danke. Wir haben die Zukunft verändert, aber es braucht immer unsere Hilfe. Ich wette, wir können das Ohr finden. Sie brauchen einen Weg, um den neuen Cocoon in den Himmel zu. And we can help them do it. Maybe that's why we've been brought here. Kupo! Ja, dann werden wir in der nächsten Folge direkt damit anfangen und uns versuchen, den ersten Gravitonkern zu holen, beziehungsweise den dritten. Ich werde jetzt aber erstmal an dieser Stelle dann die Folge beenden und nehme im Anschluss die nächste Folge auf. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!